Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir haben hier Anton, live von Trumps Turnier, CCG-Turnier, CTS. Er hat im Finale gesplittet, oder? Ja, ich habe gesplittet. Genau. Und wir kennen ihn als der Clifford-Spieler, aber heute hat er mal ausnahmsweise was anderes ausgepackt. Also, ich habe Blue Eyes gespielt, mich dafür entschieden, weil ich finde, dass es zurzeit das beste Deck ist. Also habe ich auch während des Turniers ganz gut ganz gemerkt, dass man eigentlich gegen die meisten Decks ein recht gutes Matchup hat und das Power-Level recht hoch ist. Also erstmal ganz normal die drei Blue Eyes. Coole Karte. Erste Karte, die ich jemals gehabt habe, war so ein Blue Eyes aus dem Starterdeck. Ziemlich sicher. Oder ein Dark Magician. Dann hier. Sehr wichtig, also ist auch ganz klar. Eine der wichtigsten Karten in dem Deck. Diese Karte ist eine mega krasse Karte. Diese Karte habe ich Games gewonnen. Man banisht dem Gegner sein ganzes Zeug. Gegen jedes Pendeldeck, gegen jedes Demise-Deck ist es einfach. Und auch gegen BA ist es richtig krass. Mir viel geholfen. Dann so ziemlich die wichtigste Karte, um Ressourcen wieder zu erlangen und um Plus zu gehen. Der Stein. Eine meiner Lieblingskarten. Hätte gern 3 in First Edition, aber was soll man machen? Dann, dreimal Sage, sucht mir irgendwelche Tuner, kann mir mal noch ein Play machen mit ihm hier. Also ich habe auch mal mit ihm hier aus dem Deck beschworen. Okay. Und das war ganz gut. Also dreimal. Dann, bisschen ungewöhnlich, habe ich 3 Wailer gemaint, obwohl ich sie suchen kann. Sie ist halt super gut, weil in anderen Decks ist es halt eine Karte, die zum Beispiel einfach nur was stoppt, aber hier kann ich sie auch als Empfänger benutzen, um meine ganzen Blue Eyes Monster aus dem Extra Deck zu beschreiben. Dann nochmal Hand Traps, ist einfach extrem gut, muss eigentlich in fast jedes Deck. Deswegen auch auf 2. Ja. Dann meine One-Offs, Meister mit den blauen Augen. Letztes Mal, als ich den gespielt habe, ist ein bisschen besser gekommen. Diesmal war der bloß okay. Aber es ist ein Empfänger, das ist nicht schlecht. Und wegen dem Stein habe ich ein Game Loss bekommen, weil ich seinen Effekt vergessen habe. Habe dann aber das Match trotzdem noch gewonnen. Okay, das waren 21 Monster. Dann spiele ich dreimal den Top. Einfach, es ist eine extrem gute Karte. Als ich sie das erste Mal gelesen habe, fand ich sie ziemlich scheiße, aber wenn man mal nachrechnet, wie wahrscheinlich das ist, dass die Karte positiv kommt, dann ist es einfach eine extrem gute Karte. Dann dreimal Rückkehr der Drachen. Die Karte ist einfach extrem gut. Im Mirror Match kann sie ganze Spiele entscheiden. Und auch so, sie beschwört was aus dem Friedhof und schützt Monster. Dann meine weitere Revival-Karte ist Ruf des Silbernen. Ist halt ganz gut in der Endphase mit diesen weißen Drachengeist zu beschwören. Und man kann auch das gleiche machen mit Rückkehr. Dann dreimal traden, um die Blue Eyes, die man in der Hand hat, die einem nichts bringen, weiterzubekommen und ein bisschen Consistency. Dreimal Melodie, Standard. Dann törichtes Begräbnis und Drachenstein. Ich verdiene also ein zweiter Drachenstein wäre eigentlich besser als ein törichtes Begräbnis. Okay. Aber wenn man beides zieht, dann ist halt Drachenstein ein bisschen ganz gut und törichtes Begräbnis als Ergänzung. Außerdem kann man damit den Meister vom Deck in den Friedhof nehmen. Und dann Fallen habe ich noch. Diese 3 Wing Ring Blast, wenn sie einfach weil sie Game bringen kann. Und dann die wichtigste Karte heute im Turnier war Soul Charge. Ich hatte sie heute gefühlt jedes Game in der Hand, aber ungefähr 8-9 Mal in der Starthand. Davon habe ich sie 7 Mal aktiviert und fast jedes Mal hat mir diese Karte dann Game gebracht. Beste Karte. Sie ist unfair, eigentlich sollte sie wirklich nicht auf 1 sein, aber was soll man machen? Also dann 15 Zauberkarten und 3 Fallen. Mhm. Wenn ich mich nicht verrechne. 16 Fallen, Zauberkarten und 3 Fallen. Dann das beste Synchro-Monster in meinem Deck. Das ist der Blauäugige. Dann spiele ich 2-mal den Azur-Eis. Ich finde, manche Leute sagen, einmal geht schon, ist schon genug, aber ich finde, der muss 2-mal rein. Weil er ist einfach ziemlich krass, um Gegner zu lockdownen und Ressourcen zu bekommen. Dann Sternstaub-Funkendrache, schwarze Mondlichtrunde und antiker Feendrache für die Targets für Geisterdrache. Noch zusätzlich, um den Gegner zu unterbrechen während seines Zugs, um Vanity's Emptiness zu schützen und der Feendrache, um einen Tuner zu specialen, um dann auf Crystal Wing zu kommen, den ich hier auch drin habe.
Also hier noch mein Christmas. Ja. Dann XCs, erstmal so Standard-XCs, die recht gut sind einfach. Damit habe ich einem Evil Swarm-Spieler seine Karten immer wieder aufs Deck gegeben, wodurch er dann ziemlich oft gebrickt hat. Hope okay. Harbinger, um Zauberkarten zu negieren und eher um Monster-Effekte zu negieren. Dann habe ich noch die Galaxie-Augen, Engine würde ich sie mal nennen, im Extra-Deck. Den hier, weil er ab und zu über starke Monster drüber kommt. Und weil man ihn im Notfall halt einfach dafür verwenden kann, um Dark Matter zu bestellen. Und er gegen alle XC-Stacks ziemlich stark, um eine Karte zu schießen und er halt einfach, um ein bisschen Ressourcen zu bekommen. Dann mein Side-Deck, was mir heute auch sehr viel geholfen hat, um das Turnier, um im Turnier ins Finale zu kommen. Ja. Dreimal Gamesiel. Ich habe sie einmal gegen Cosmo, zweimal Starthand gehabt, dadurch das letzte Duell von dem Match gewonnen. Hat mir ziemlich geholfen, die Karte. Also auch gegen Magic Spectre und Kirin damit gekillt und damit das Duell besiegelt. Habe ich heute leider nicht gebraucht, weil ich nur einmal gegen Blues gespielt habe. Da habe ich sie gebanished mit dem Topf. Und da hatte ich Soul Charge, da habe ich sie nicht gebraucht. Dann zweimal Twin Twister. Öfters konnte ich sie leider nicht spielen, weil kein Platz im Sideboard hat. Zweimal die Decree habe ich leider auch nicht gebraucht. Ziemlich gut, habe aber leider keine gezogen. Dann gegen BA. Die Geisterschnitter und der Dante. Ziemlich gut, weil man kann damit halt, dem Gegner seine ganzen Karten, also seinen Dante nehmen, was die wichtigste Karte in dem Deck ist. Ich habe damit heute mit einem Pot, habe ich in eine reingezogen und damit konnte ich dann das Duell gewinnen. Und dann zweimal Drachenbindung. Ich heute einmal geboardet und sie hat mir Instant Game gebracht. Das ist einfach eine Vanity's Emptiness gegen gewisse Decks für Drachen. Man wählt einen Drachen mit 2-5 und kann sie dann gewinnen, um den Gegner total zu blockieren. Alles klar. Irgendwelche letzten Worte? Shoutout? Also, Soul Charge ist eine geile Karte und ich habe nicht gedacht, dass ich so weit komme, weil ich habe nicht einmal gewusst, dass heute CCG ist. Habe mich dann angemeldet und ist ganz gut gelaufen. Bin zufrieden. Alles klar. Danke dir, Anton. Glückwunsch. Und leider nicht. Servus, Jungs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.